Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir mal ein Video auf Deutsch. Wird super ungewohnt sein, werden bestimmt auch wieder mal viele Äs und Hm kommt, weil ich einfach es gewohnt bin, alles in Englisch zu drehen und auch in Englisch zu denken und mir Videos auf Englisch anzugucken. Ja, seht ihr, da kommt schon das SM. Ja, ich bin es einfach nicht gewohnt und habt ein bisschen Nachsicht einfach. Ich hoffe, wir kriegen das ja irgendwie hin, ne? Wir wollen heute diesen wunderschönen Make-up-Look machen und zwar mit der Revolution Pretty Raw Palette. Da hatte ich ja eine Anfrage bekommen und natürlich gehe ich den gerne nach und zeige euch ein bisschen was damit. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und dann seht ihr auch gleich mal, wie ich komplett ungeschminkt aussehe. Ohne Foundation, ohne alles und viel Spaß. Bis gleich. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt auf jeden Fall erstmal an, das Gesicht zu primen. Und ich benutze dafür den LOV Primer. Weiß nicht, sieht man das so? Der hat so eine orangefarbene Konsistenz. Riecht aber wirklich super und der verteilt sich auch gut im Gesicht. So, ich mache einfach mal hier so ein bisschen auf die Hand. Verteile das. Und dann das einfach mal so verteilen. Der zieht auch richtig schön ein. Der riecht auch sehr gut, finde ich. Und auch wenn man das eigentlich nicht macht, ich benutze den Primer auch manchmal einfach nur so, ohne dass ich jetzt Foundation drüber mache, sondern wirklich einfach nur statt einer Tagescreme einfach so drauf zu machen. So, für die Augenringe, die wir ja hier haben, habe ich den Benefit de Pore Professional. Und den benutze ich für unter die Augen. Ach so, nicht wirklich viel. Dann haben wir den Primer jetzt fertig. Und dann gehen wir über zum Concealen und dafür benutze ich die Catrice All Around Concealer Palette. Da sind so verschiedene Farben drin. Ich gehe davon aus, dass man davon bestimmt auch Contouring machen kann, weil man hier diese ganz dunkle Farbe mit hat. Ich benutze aber, wie ihr seht, hauptsächlich Grün und Orange. Und Orange ist ganz wichtig für unter die Augen, damit wir von unserem toten Gesicht ein bisschen wegkommen. Aber wir nehmen jetzt erstmal das Grüne auf jeden Fall. Und tun erstmal so die roten Stellen bedecken. Also ihr müsst euch da auch keine Sorgen machen, dass ihr vielleicht zu viel Grün oder Orange auftragt. Sobald ihr die Foundation da drüber habt oder einen Concealer, verschwindet das alles. Also da müsst ihr euch wirklich keine Gedanken machen, oh mein Gott, ich bin jetzt ganz grün im Gesicht. Also das geht dann wirklich alles weg. Verblendet sich schön. So, dann machen wir die Augenringe jetzt noch weg. Und davon nehme ich auch wirklich richtig viel. Und pack das einfach nur hier so. So, da haben wir das fertig. Dann machen wir mit der Foundation weiter und ich habe dafür heute die BH Liquid Foundation Natural Flawless. Das ist diese hier. Die kriegt ihr bei DM, wenn euer DM ein BH Cosmetics hat, aufgebaut. Ansonsten, ja, wo kriegt ihr die sonst? Ich guck noch. Ich gucke nach, wo ihr die sonst kriegt und dann mache ich euch das fertig und tue euch das unten noch mit reinschreiben. So. So, ich mache mir dafür meistens etwas mehr auf den Handrücken, also wirklich viel. Und mehr. Weiter.
So sehen wir natürlich super light aus hier. Aber das wollte ich auch so, weil ich habe nämlich hier die Farbe. Was ist denn das für eine Farbe? Die 204 Natural Beige. Also das ist die hellste Farbe, die ich gekriegt habe. Und wo habe ich denn hier den Deckel? Hatte ich hier nicht einen Deckel? Nein? Gut, dann ohne Deckel. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Concealer. Und ich benutze dafür ganze 3 Stück, beziehungsweise ich benutze zum einen den Eyeshadow Primer. Wenn ihr jetzt nicht so dunkle Augenringe habt wie ich, dann müsst ihr das nicht machen. Aber ich nutze das einfach nochmal, um das Ganze noch ein bisschen heller zu machen. Und darüber habe ich den Camouflage Full Coverage Concealer von Essence. Ich habe hier irgendwie einen Hundehaar. Den hier, den gibt es leider nicht mehr. Den hat Essence aus dem Sortiment genommen. Hat dafür aber die Camouflage Plus, entweder Healthy Glow Concealer oder die Matte Concealer. Ich habe den matten auch hier. Ich habe beide. Seht ihr die hier? Der hier ist um einiges heller, der ist auch wirklich matt. Und der hier gibt so ein natürliches Finish. Also es ist jetzt nicht so, wo man sagt, es ist jetzt mega glow. Das ist nicht der Fall. Aber ihr seht einfach natürlicher damit aus. Ob die jetzt waterproof sind, also ich denke schon, die halten auch wirklich gut. Müsst ihr halt ausprobieren, ne, was euch gefällt. So, und zum Auftragen nehme ich immer diesen kleinen eckigen Schwamm. Der sieht natürlich schon super dreckig aus. Aber ich hatte jetzt auch gar keine Lust, den nochmal zu putzen, ehrlich gesagt. Reicht, wenn ich das dann danach mache. So, und ich nehme dann, wie gesagt, hier diesen Eyeshadow Base und mache den hier so oben drüber. So, die zweite Schicht, die wir machen, ist mit diesem Full Coverage, den es halt nicht mehr gibt. Da wird auch richtig schön eine große Schicht drauf gemacht. Einmal so im umgekehrten Dreieck. Habe ich auch schon von vielen gehört, nein, das darf man so nicht machen, das ist falsch. Ganz ehrlich, Leute, macht den Concealer oder macht einfach das, was ihr für richtig haltet, womit ihr klarkommt. Es ist absolut egal, was andere sagen, was richtig ist, was falsch ist. Voll egal. Oh. Bisschen die Nase noch, hier die Stellen, das ist immer gerne noch heller. Hier unten ein bisschen noch. So. So. Letzter Concealer und dann ist Feierabend hier mit den ganzen Sachen. Von dem braucht ihr auch nicht viel. Also ihr müsst wirklich bloß hier so 3 machen und dann reicht das. Kein Dreieck oder irgendwas machen, weil sonst wisst ihr überhaupt nicht, wohin mit dem ganzen Concealer. Werdet ihr gleich sehen. Guck mal. Der tut wirklich... Also das wird einfach immer mehr. So, jetzt haben wir alles mit Concealer hier fertig. Und ich gehe dann meistens dann mit einem Puder dann noch drüber. Und ich habe dafür das Essence All About Silky Matte. Das ist so ein rosanes Powder. Und das tut die Haut nochmal so ein bisschen weich zeichnen. Also man sieht dann so ein bisschen gebügelt aus. So, wie ihr seht, das habe ich auch schon total oft benutzt. Ist schon fast alle. Und ich habe dafür hier so einen kleinen Puff, den ich benutze und sammle das einfach hier alles so auf und dann wird das richtig schön drauf gemacht. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil nicht mehr so viel da ist.
Und ganz wichtig, die Augen. Dafür mache ich den immer so klein dann und sammle das alles schön ein hier. Und dann mache ich unter die Augen. Und dann würde ich meine Augenbrauen jetzt schnell off-camera machen, weil das dauert einfach zu lange, wie ich dafür brauche. Aber ich zeige euch, was ich dafür benutze. Und zwar habe ich mir jetzt von Anastasia Beverly Hills diese Augenbrauenpomade geholt. Und das ist die Farbe Granite. Oder Granite, keine Ahnung. Granit auf jeden Fall auf Deutsch, ne? Und ich mache das mal hier so auf und das ist so eine dunkle Pomade. Es ist nicht ganz schwarz, es soll schon schwarz sein, aber es ist halt wirklich so ein ganz leichtes Schwarz und lässt sich wirklich super gut auftragen, gut verarbeiten, soll wasserdicht sein auf jeden Fall. Kostenpunkt war 29,90 Euro, ist also nicht gerade billig. Aber wir wissen ja, dass Anastasia Beverly Hills nicht billig ist, aber dafür eben sehr gut. Also wenn ihr die Paletten kennt, ich habe auch hier zum Beispiel, die habe ich mir noch gegönnt, die Sulfur Palette. Also die Paletten sind wirklich mega gut, wirklich. Kann man gar nicht sagen, ich meine, schon mal die Verpackung ist doch der Hammer, oder? Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, kurz so nebenbei, die Palette ist um die 60 Euro, also auch nicht billig, sondern wirklich schon kostenintensiv, aber es lohnt sich. Also es lohnt sich wirklich, die Farben da drin sind super, die sind toll pigmentiert und die sind echt butterweich, macht das einfach. Gut, dann gehe ich mal schnell und mache meine Augenbrauen und dann sehen wir uns wieder. So, Augenbrauen sind gemacht. Sehen heute nicht so schön aus, sind eher Schwestern als Zwillinge. Dort, ja, kann man machen. Besser wird es heute nicht. Dann würde ich mal sagen, wir machen mit Contour weiter. Also ich bin jetzt hier nicht so die Contouring Queen. Ich mache das eigentlich nicht so, weil mein Gesicht ist eigentlich schon recht stark konturiert. Deswegen brauche ich das eigentlich nicht. Aber wir können ja zumindest so ein bisschen die Wangenknochen machen und ein bisschen was und mal sehen, ob wir die Nase noch machen, mal gucken. So, ich habe auch keine wirklichen Konturfarben, muss ich sagen, aber ich benutze gerne eher so rötlich-braune Töne, wenn ich das mache, also keine wirklich braunen Töne. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal in die Essence Fall Back to Nature Palette. Das ist eine Highlighter- und Blush-Palette tatsächlich. Aber wir haben hier unten den hier, so ein brauner Ton, kann man da machen. So, und dafür benutze ich diesen PS Pro Angled Face Brush, der ist von Primark. So, dann gehen wir mal hier rein, nicht zu viel, ein bisschen abklopfen und dann gucken wir mal. Man damit was machen kann. Gut, da sieht man jetzt nicht so viel. Ein bisschen mehr. Oh, der ist auch ganz schön rot. Hätte man einen anderen nehmen müssen. Aber es ist zumindest. Also ihr seht, warum ich das eigentlich nicht so mache, weil ich bin schon schmal. Und da halt nochmal das Schmale zu machen, finde ich halt ein bisschen blöd. Weil man dann wirklich schnell so aussieht, als wenn man wochenlang nichts gegessen hat. Und ja, das will man ja am Ende auch nicht, dass man dann so aussieht, ne? Seht ihr? Also ich sehe halt wirklich dann mega dünn und auch echt malersüchtig aus. Deswegen machen wir das lieber mal ein bisschen weniger hier. Aber Nase können wir ja trotzdem ein bisschen machen, das ist ja nicht so schlimm. Und dafür nehme ich eigentlich, nee, der ist ja nicht, wartet, der hier ist es. Hier so ein Angled Brush nehme ich dann meistens. So, ich gehe dann meistens auch gerne noch hier so in die Nasenflügel rein. Also ich mache mir auch keine pointy Nose. Also viele machen ja dann hier noch so drüber und dann hier drunter noch. Das mache ich nicht, weil meine Nase
finde ich, also finde wirklich ich, sieht schon recht gekünstelt aus. Und die muss ich dann nicht noch spitzer und mehr pointy machen, als er eigentlich ist. Weil wenn man mich so im Profil halt sieht, ne, sieht man, die ist schon so stupsig. Also brauche ich mir keine Stupsnase zaubern. Sieht sonst echt blöd aus. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zur Palette. Und zwar machen wir heute ein bisschen was mit der Revolution Pretty Raw Palette. Das ist die hier. Ich swatch euch die dann auch noch alle, dass ihr die nochmal richtig sehen könnt auf dem Arm, wie das dann aussieht. So sieht das gute Stück aus. Ich habe euch mal ein paar Swatches hier gemacht. Also wir haben hier von oben nach unten One and Only, One of a Kind, Original, Extraordinary, Unconventional, Unique, Unorthodox, Unusual, Select, Individuality und Exclusive. Das sind alle Farben. Ihr seht, wir haben hier oben die Highlighter und dann unten die jeweiligen Schimmer, Matt und Metallics. So sieht das Ganze aus. Ist super pigmentiert und lässt sich auch wirklich toll auftragen, verblenden. Ja, also ich hoffe, ihr seht irgendwas auf meinem Arm, dann gucken wir mal. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Eye Primer drauf. Dafür nehmen wir wieder den von Essence. Geht halt auch super als Eye Primer, ne? Kann man machen, muss man nicht. So. Machen wir hier einfach so ein bisschen was drauf. Also ich muss euch gestehen, ich bin tatsächlich auch nicht so der Mensch, der Eye Primer benutzt. Aber manchmal, um halt die Farbe noch ein bisschen besser rauszukriegen, ist sowas gar nicht schlecht. Kann man nicht viel falsch machen. Bin halt nur ehrlich gesagt meistens zu faul, das dann noch drüber zu machen. Aber okay. So, und ich würde sagen, wir starten einfach mit der Farbe Unusual. Das ist die hier, das ist so ein Lavendel. So ein ganz kühles Lavendel. Und damit gehen wir einfach mal mit so einer Fluffy Brush rein. Also wir haben auf jeden Fall, ich bin noch dreimal rein und das ist auf jeden Fall alles voll schon. Das ist weg. Gut. Und dann gucken wir mal. Einfach so als Basefarbe würde ich mal sagen, ne? Richtig schön bis hoch. Verblenden. Also ich muss halt auch sagen, bei dieser Palette, also Kickback ist auf jeden Fall mega da. Das ist nicht gerade wenig, aber das finde ich so gar nicht schlimm, weil man kann alles, was ein Kickback halt da ist, kann man auch ganz einfach dann mit einem Pinsel wieder aufsammeln. Also es geht ja nicht verloren. Also da finde ich Fallout schon ein bisschen viel schlimmer als Kickback. Weil wenn einem das dann die ganze Zeit runterkrümelt, ist das nicht so schön, als wenn es einfach in der Palette ein bisschen rumkrümelt. Und dann gucken wir mal, da gehen wir nochmal in die Crease rein. Und da würde ich sagen, das machen wir, wir gehen am besten mit Unique rein. Das ist so ein ganz einfacher, bräunlicher, bräunlich-rötlicher Ton. Und dann nehmen wir einfach dieselbe nochmal. Und packen das einfach mal hier so rein. So, was machen wir denn jetzt noch? Also ich würde eigentlich gerne die Crease noch ein bisschen dunkler machen. Und würde einfach sagen, wir gehen hier in den oberen, hier in Original. Und nehmen dafür aber einen anderen Pinsel. Nase juckt. Und wir nehmen einfach so ein Bulletproof hier, Bullet Dingsbums. Wir sehen, ich bin heute auch hoch motiviert, das zu machen. Ja. Und dann möchte ich eigentlich unbedingt in den hier unten reingehen. Individuality. Das ist so ein lila Schimmer. Und den möchte ich wirklich über das ganze Augenlid packen.
weil er mich richtig super anspricht. War eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich die Palette gekauft habe. Weil der einfach nur mal richtig gut aussieht. So, und dann würde ich sagen, da gehen wir einfach mal so rein mit so einem flachen Pinsel, so einem Flatbrush. Und schauen mal, was passiert. Kommt auf jeden Fall ganz schön viel auf den Pinsel. Also er ist auf jeden Fall, ist schon so die Farbe, wie sie halt in der Palette ist. Man muss es halt aufbauen. Ist auch okay. Es muss nicht immer alles sofort super stark pigmentiert sein und sofort, wenn man das aufs Auge haut, hinhauen. Also ist wirklich kein Ding, wenn man da einfach mal mehrmals reingeht und einfach ein bisschen mehr hier tut. So, dann würde ich mal sagen, wir machen das einfach mal nass und wir gucken mal, was passiert. Lassen wir mal den ein bisschen sauber, den Pinsel hier. So, haben wir es hier. Das haben wir hier noch ab. So, und dann schauen wir einfach mal, ob da was, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht wirklich schon, das sieht viel mehr metallisch aus. Und es ist auch viel mehr metallisch. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier haben wir halt wirklich die mit Metallic und die haben wir hier ohne. Also man sieht schon, dass da was passiert ist. So, ich würde jetzt für das untere Auge, für den unteren Wimpernkranz, würde ich gerne hier in Select reingehen. Das ist so ein lila Ton. Und dazu nehmen wir... Ach, was nehmen wir denn da? Auch nochmal so eine Flat Brush, aber eine kleinere. Und würde auch sagen, dass wir hier so ein bisschen hochgehen, damit wir das verbinden. Dann sieht es ein bisschen stimmig aus. So, und dann würde ich sagen, wir machen hier in den Inner Corner. Gehen wir rein mit One of a Kind. Das ist dieser hier. Ich denke mal, das soll eigentlich ein Highlighter sein. So wie der hier drüben, a One and Only. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal für die Inner Corners. Würde dafür wieder einen anderen Pinsel nehmen. Und zwar so ein, wie ich das meistens gerne nehme, hier so ein Pencil. Und den würde ich dann auf jeden Fall wieder nass machen. Damit wir das richtig schön alles rausholen können, was wir dafür brauchen. An Pigment. War dafür gar nicht so schlecht. So. Kickback ein bisschen aufsammeln. Kann man alles benutzen. Ja, ist doch ganz okay. So, meine Lieben, mittendrin hat die Kamera aufgehört zu drehen, weil der Akku ehrlich gesagt alle war. Und da ich keinen Ersatzakku habe, habe ich einfach mal so den Rest off-camera fertig gemacht. Ich zeige euch schnell, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich noch so ein bisschen in die Waterline unten, und zwar den Urban Decay Glide on Eye Pencil in der Farbe Love Drug hinzugefügt. Das ist einer von der Naked Cherry Kollektion. Also den kriegt ihr bei Douglas. Ich weiß auch gar nicht, was der kostet. Ich glaube, der war so 20 Euro. Ich tue es nochmal unten mit verlinken, dass ihr das seht. Ne? Dann habe ich Highlighter aufgesetzt. Und zwar von der Pretty Raw Palette hier drüben den One and Only Highlighter. Den habe ich benutzt. Und da habe ich einfach nur so auf die Wangenknochen,
Cupid's Bow, Nase, hier oben bei den Augenbrauen und unten ein bisschen das Kinn. Mehr habe ich gar nicht gemacht. Als Blush habe ich den Revolution Makeup Revolution London Blush in der Farbe Sugar benutzt. Den hatte ich ja beim letzten Mal schon mitgezeigt. Der ist wirklich toll. Und für die Inner Corners, das was ihr noch gesehen habt, hatte ich den Go for the Glow, hier diesen rosa Ton benutzt, ne? Dass ihr das seht. Lashes habe ich jetzt keine dran gemacht. Ich habe es probiert, aber ich finde, die ich momentan habe, die sind mir einfach viel zu heftig und dann bestehe ich nur aus Wimpern und alles andere ist weg. Ist Blödsinn. Für die Lippen habe ich erstmal Kontur gezogen und zwar mit dem Essence Stay True Lip Liner Waterproof und das ist die Farbe die Nummer 10, Plum On. Also es ist so ein lila, ne? Die sind auch wirklich super, das ist so ein cremiger Lip Liner. Und dann habe ich das Ganze nochmal nachgezogen mit dem Urban Decay aus der Naked Cherry Kollektion und zwar die Farbe Cherry. Also wenn ihr das hier so seht, das ist auch so ein dunkler Ton. Die sind auch wirklich gut, also so die allgemein die ganze Urban Decay Cherry Kollektion finde ich super. Ich habe die Palette und halt die zwei Eyeliner sowie die drei Lippenstifte und die sind wirklich toll. Gut, dann hoffe ich, euch hat das gefallen. Wenn ihr das super fandet, dann gebt dem Video doch einfach mal einen Daumen hoch. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und diese kleine Glocke da anzumachen, damit ihr halt wirklich... wisst ihr, wie schwierig das ist, das Ganze auf Deutsch zu machen, wenn man es wirklich so auf Englisch gewohnt ist und man kennt das auch auf Englisch. Ich gucke mir die Videos an auf Englisch. Schwierig. Also ihr wisst schon, tut die Glocke einfach aktivieren. Ihr wisst dann, wann das nächste Video kommt. Und falls ihr irgendwas sehen wollt, irgendwas interessiert, ich denke mal, das nächste Mal werde ich vielleicht ein bisschen mit der Soulchill-Palette hier spielen von Anastasia Beverly Hills. Ich weiß, ich bin die Letzte, die wahrscheinlich da was zeigt, aber ich war mir nicht so sicher, ob ich die kaufen soll. Nun ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag. Tschüss!